Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur 8. Folge Ender Kids. Oh yeah. Ja, heute haben wir das Kid Bomber. Ich blende euch hier mal ganz kurz die Beschreibung vom Bomber ein. Ich hatte jetzt leider keine Zeit mehr, das zu zeigen. Das war nämlich ein bisschen stressig und es leckt. Mein Internet, Leute, ist in letzter Zeit der größte Shit auf Erden und ich, wenn ich könnte, dann würde ich gerade... Oh, mein Stuhl. Dann könnte ich gerade extremst ausflippen, weil damit kann ich nicht spielen. Es ist einfach, wir haben eine 8K-Leitung und die wird einfach die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten belastet und ja, es regt einfach auf, wenn man kein gutes Internet hat. Auf jeden Fall hoffe ich einfach mal, dass mit dem Bomber wir hier irgendwas reißen und ja, dass das generell eine ganz gute Runde wird. So, gut. Facecam habe ich übrigens heute nicht, weil ich wie soll ich sagen? Naja, ich möchte da jetzt nicht sagen, irgendwie so, ich sehe heute so scheiße aus, dass ich keine Facecam reinnehme, aber es ist mittlerweile Sonntag und ich bin sehr ein bisschen fertig. Nein. Ja! Perfekt, Leute. Der hat Fallschaden bekommen, aber wir haben ihn richtig gut gehittet. Habt ihr das gesehen? Das war richtig gut. So, ganz kurz gucken. 89 Blöcke ist da vorne jemand entfernt. Aber wie ihr gesehen habt, kann der Bomber Tiere zum Explodieren bringen. So, pam, pam. Das kommt auf die Nummer 3. Das kommt auf die... Oh, mit wem wurde ich denn geportet? Oh, Schuhe. Auch nicht schlecht. Ein Helm. Joa, ganz okay. 54 Blöcke, 53 Blöcke, nee, ich möchte nichts mehr craften jetzt. Wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg, Tiere zu finden. Ich treffe den jetzt irgendwie hier gar nicht. Oder was ist da los? So. Oh, ich habe Angst, dass der uns jetzt hier killen möchte. Gestern und vorgestern kamen mir leider keine Videos, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und ja, dies, das. Oh, cool. Wir wurden da gerade mit jemandem getauscht und jetzt haben wir eine gute Ausrüstung. Danke. Das finde ich sehr nett von euch, wenn ihr uns das hier immer so schön überreicht, ohne dass man hier viel machen muss. Sehr geil. Ach nee. Oh, ich könnte mir noch hier Goldschuhe machen. Verzeiht, dass ich vielleicht ein bisschen langsam reagiere und so, aber ich bin gerade nicht so wach, wie ich normalerweise sein sollte. Und deswegen bin ich eventuell etwas verpeilt. So. wo haben wir denn jetzt das Essen? Hier. Gut. Dann essen wir mal. Essen ist wichtig. Und es leckt schon wieder bei uns. Das ist natürlich nicht so geil. Oh. Es hat sich wieder gefangen. Und das ohne, dass Minecraft abgestürzt ist oder sonstiges. Sehr ungewöhnlich. Ja, gute Kisten hier. Oh, wir haben TNT und genau das wollte ich euch nämlich auch zeigen. Ganz unbedingt. So, Switcher hier runter. Denn wir können unsere Gegner explodieren lassen mit TNT. Das ist geil. Wir rennen jetzt einfach mal in seine Richtung, aber was zu essen wäre doch besser hier unten. So. Ich glaube, 2 Wassereimer brauchen wir hier unten nicht. Dann mache ich das lieber noch so. Okay, gut.
Ganz kurz reingucken noch. Wir können uns Dia-Boots noch schnell machen. Dann machen wir uns jetzt einfach noch YOLO schnell Dia-Boots. So. Bogen hier runter. Weiter geht's. Dum, 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 dum. Das hier ist jetzt unsere Lebensmission. Und da ist eine Kuh. Und wisst ihr was, Leute? Oh, ich habe gerade ziemlich Angst. Der will einen Bogenkampf. Aber haut der ab? Weiß er, ich glaube, der weiß, dass ich Bomber bin. Ich tausche mal an, als würde ich mit ihm Team machen wollen. Oh, und jetzt wurde ich mit ihm getauscht. No. Oh nee, er hat die Kuh getötet, weil er weiß, dass wir Bomber sind. Oh nee, Leute, das kann meiner Meinung nach nichts werden, wenn wir jetzt nicht sofort geportet werden hier. Oh. Oh, und wir sind tot. Leider Gottes sind wir tot. Ja, ich würde sagen, ich versuche jetzt noch eine Runde aufzunehmen. Sollte die Runde schlechter werden, dann werde ich die Runde hier nehmen. Sollte die Runde besser werden, dann werde ich die Runde, dann werde ich die andere Runde nehmen. Und ja, Leute, upsale, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, wie gesagt, mein Fazit zum Bomber ist, der Bomber ist sehr OP. Also nicht OP. Ich finde einfach, er ist ziemlich stark im Gegensatz zu den anderen Klassen und vielleicht nicht immer fair. Aber so, wir gehen jetzt einfach mal in eine Endergames-Runde rein und mal schauen, wenn die nächste besser wird, dann sehen wir uns jetzt dann in der nächsten Runde und dann seht ihr das hier gar nicht. Und sollte die andere Runde schlecht werden, dann verabschiede ich mich hiermit und ich sage, haut rein, wenn es euch gefallen hat, Bewertung da lassen, Daumen nach oben und ciao. So, hi ho Leute. Ich wollte euch nur ganz, ganz, ganz kurz sagen, dass ich jetzt die zweite Runde noch mit dranhängen werde. Also ich werde da jetzt nochmal alles erklären, so wie beim ersten Video, weil ich mir denke, ja, das ist eine externe Aufnahme. Aber ihr könnt das jetzt wirklich nochmal sehen. Ich kann nicht versuchen, jetzt noch eine bessere Runde aufzunehmen, um eventuell das Ganze hier auch noch zu gewinnen. Ich dachte mir so, ja, die eine Runde war ein bisschen langweilig, ich nehme jetzt vielleicht noch die andere dazu. Also nicht denken jetzt, ich habe einen Fehler beim Schneiden gemacht. Also was ihr jetzt seht, da denke ich ja, ich nehme eine Neuaufnahme. Aber ja, das ist alles so ein bisschen scheiße, wenn das ganze Internet uns zulegt. Aber seid mal gespannt. Okay, dann viel Spaß. Hä? Platziert erst TNT mit Linksklick, explodiert er nach 2 Sekunden. Kann doch gar nicht mehr lesen hier. Ja, Leute, das finde ich am Bomber natürlich richtig geil. Also ich denke nicht, dass es so schwer ist, hier mit dem eine gute Runde aufzunehmen. Es kommt halt immer drauf an, gegen welche Kids du auch kämpfst. Ist es noch ein Bomber? Ist es vielleicht so ein bisschen kritisch? Ist es ein Känguru? Ist es auch vielleicht noch ein bisschen kritisch? Ja, aber da gibt es halt so Klassen, die halt da nicht rankommen. Aber wenn es halt solche Abhauklassen sind, dann ist das schon sehr nützlich. Was wollte ich sagen? Gestern kamen keine Videos, genauso wie vorgestern, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ich habe ein bisschen Zeit mit meiner Mutter verbracht, ganz viel. Und ja, da hatte ich einfach keine Zeit, Videos zu machen. Aber dafür ist heute wieder, ist heute wieder ein toller Tag zum Aufnehmen. Hallo. Übrigens mit dem Andy106 mache ich Team, weil er mein Bruder ist. Und er aber jetzt nicht in Skype ist, weil er zu laut ist. Einfach weil, nicht weil sein Hintergrund laut ist, einfach weil sein Rauschen im Hintergrund so laut ist. Und er keine Lust hatte, da jetzt extra sein Mikrofon einzustecken. Oh. Oh Leute, Mann, wir haben gar nichts, ey. Das ist
4 Dias, ja? Das hätte es werden können. 4 Dias. Und was ist mit mir? Und was ist mit mir, dummes Kind? Ey, ich bin so ein Idiot. 3 Dias dafür. Guckt, Leute, wäre uns das jetzt nicht passiert, wären wir jetzt vielleicht nicht hier gewesen. Aber trotzdem, ich bin heute so langsam, ich habe so langsame Reflexe. Ich nehme das hier heute ja auch noch am Sonntag auf. Und bei mir leckt's. Sollte ich jetzt vom Server fliegen? Es liegt jetzt hier nicht am Server, sondern es liegt an meinem Internet. Aber das nervt, Leute. Das ist nämlich jetzt schon 2 Tage lang so, weil einfach eine Person aus unserer Familie die ganze Zeit das Internet ausschöpft. Mit Downloads und keine Rücksicht auf irgendjemand anderen nimmt. Ja, da passiert das dann leicht mal, dass das Internet vielleicht ein bisschen überlastet wird. Ein Eisen wäre geil. Aber mit dem Zeug hier bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Trotzdem. Oh nee, wir müssen hier weg. Da vorne sind nämlich einige. Was jetzt cool wäre, wenn wir jetzt doch ein Tier erwischen würden. Also das wäre schon ziemlich krass. Und dann könnten wir den Barbar einfach so... Oh, da vorne ist ein Schwein. 66 Blöcke, 65 Blöcke? Wo ist er denn? Ich bleibe hier einfach jetzt mal bei dem Schwein. Bei dem fühle ich mich nämlich sicher. So. Eine Werkbank. Die sollten wir uns, glaube ich, jetzt nicht... Oh, oh. Von da oben kommt jemand. Oh, 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 Leute, Leute, Leute. 51 Blöcke. Sag mal. Alter. Ist das denn jetzt gar nicht mehr richtig? Schön nicht mehr richtig. Nein. Da ist jemand gestorben. Oh. Nein. Schnell ausrüsten hier. Wir haben jetzt gerade schon auch Glück, dass wir hier die Sachen gefunden haben, weil nicht jeder findet einfach mal so zickzack gute Ausrüstung. Er war auch Bomber. Das habt ihr jetzt gesehen, weil er das Schaf getötet hat, als ich runtergekommen bin. Und deswegen ist es gut, wir sind jetzt nämlich auch gegen Bomber geschützt. Beziehungsweise halt gegen andere Bomber. So, Switcher hier runter. Das hier brauchen wir nicht. Und ein Wassereimer. 57 Blöcke und der ist auch Bomber. Scheiße, da müssen wir uns jetzt echt dran halten. Das ist jetzt ziemlich blöd, ne? Aber der sollte das eigentlich... sollte man das nicht machen? Oh nee, es leckt. Und wenn der jetzt kommt? Sind wir am Arsch. Ich kann es euch mal beweisen, dass es leckt, wenn ich auf den Tracker klicke. Steht nichts im Chat. So Leute, da melde ich mich jetzt auch nochmal ganz kurz und wollte nur ganz schnell sagen, danke, dass ihr das Video bis zum Ende hier angeguckt habt. War vielleicht heute nicht so geil. Ich werde morgen eine wirklich richtig, richtig coole Runde aufnehmen. Zumindest versuche ich das. Ich glaube, das nächste Kit ist dann auch schon nach dem Bomber. Ach, keine Ahnung. Ich bin heute ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall, wie ihr seht, ich bin eigentlich nur wegen sowas gestorben und da konnte ich nichts machen, weil das lag auch nicht irgendwie am Server, sondern das lag rein an meinem Internet. Und das ist dann morgen wieder besser, weil morgen bin ich dann wieder alleine zu Hause. Ich werde euch morgen eine richtig geile Runde aufnehmen, ich versuch's zumindest. Und ich verspreche euch was, morgen die Folge, die ich hochladen werde, also das nächste Kit nach dem Bomber, mit der Runde werde ich gewinnen. Und die ganzen anderen Runden danach versuche ich auch zu gewinnen, weil ich möchte euch natürlich was Gutes zeigen. Dann wird wahrscheinlich noch irgendwas anderes dazu kommen, Silent Smash. Ihr könnt es ja jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch morgen zum zweiten Kit dazu wünscht. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da und eine Bewertung. Tschüss. Ja, tschüss.